Hallöchen, meine Lieben, ich bin's wieder, eure Miss Crazy Craft. Und ich habe ja gesagt, es geht bei mir noch ein bisschen weiter mit dem Haul. Ich habe, wie gesagt, noch in diversen Online-Shops bestellt in den letzten paar Wochen. Und das möchte ich euch heute noch zeigen. Ich hoffe, ich kriege es tatsächlich alles in dieses Video gepackt. Ich gebe mir die größte Mühe. Weil ich möchte tatsächlich endlich das Video für meine 500 Abonnenten durchführen. Ich möchte auch gar nicht groß weiter drumherum reden, damit wir mal gucken oder beziehungsweise nicht mal gucken, sondern die Zeit im Blick behalten. Und zwar starten wir mal mit einer kleinen Bestellung. Jetzt muss ich selber erst mal gucken. Ah, okay. Ich habe bei Stempelscheune bestellt. Ich weiß gar nicht, ob der ein oder andere diesen Shop kennt. Und zwar ist das dieser stempel-scheune.de. Da habe ich eine kleine Bestellung gemacht, hauptsächlich wegen einem Stencil. Und zwar geht es um diesen von Nellys Choice. Der Mixed Media Stencil in Slimline Format mit dieser Artikelnummer. Und ich habe tatsächlich schon diesen Stencil aus dem letzten Jahr und wusste, ich wollte mir den auch noch zulegen. Und ich habe ihn tatsächlich jetzt bei der Stempelscheune entdeckt und dachte mir, komm, dann nimmst du ihn gleich dort mit. Ja, und wie soll es anders sein? Ich bestelle natürlich nirgendwo nur einen Artikel. Da sind mir die Versandkosten dann einfach zu teuer. Und habe mich dann mal noch ein bisschen umgesehen in dem Shop. Und habe da noch ein paar schöne Stempelchen gefunden. Wie soll es anders sein? Und zwar habe ich mal wieder zwei Sets gefunden von Kartenkunst. Ich habe ja schon des Öfteren bei Kartenkunst direkt selber bestellt. In diesem Shop habe ich das Set noch entdeckt, was ich total toll fand. Mit dem großen Wort Hallo und diverse kleine Wörter oder Texte dazu, die man darin verwenden kann. Jetzt blendet natürlich mein Licht hier so ein bisschen. Ich versuche es mal so ein bisschen wegzudrehen. Ich habe nur Angst, dass es dann zu dunkel wird. Wartet mal. Ich gucke mal, dass das irgendwie funktioniert. Ich glaube, so ist ein bisschen besser, ne? So, ich halte es euch einfach mal in die Kamera. Dann könnt ihr euch die Wörter mal durchlesen, beziehungsweise das Video vielleicht kurz anhalten. Ja, fand ich ganz niedlich. Das Set heißt Riesiges Hallo. Und denke ich, wird es bestimmt auch direkt bei Kartenkunst geben, wenn ihr nicht bei Stempelscheune vorbeischaut. Dann gibt es noch ein Set von Kartenkunst. Und zwar nennt sich das Aus der Schreibmaschine 3. Da scheint es wohl mehrere von zu geben. Auch hier geht es wieder um einige Textstempel. Ich finde ja diese Schreibmaschinenschrift total cool. Und gerade in Verbindung mit einem großen ausgestanzten Wort finde ich das immer recht schön. Und da haben wir hier folgende Texte. Könnt ihr euch ja wieder kurz pausieren. Den finde ich auch schön. Ich schicke dir Sonnenschein. Für die liebste Mama der Welt ist dabei. Ein kleines Stück vom Glück finde ich auch super süß. Ja. Wie gesagt, dieser Stempel heißt Aus der Schreibmaschine 3. Also muss es mindestens noch zwei andere geben. Ich glaube, einen habe ich sogar. Ich bin mir gar nicht sicher. Ja, das war Kartenkunst. Und dann habe ich bei Stempelscheune noch von Honey Bee Stamps Stempel gefunden, die ich ganz süß fand. Ich mag ja so Bienchen und so. Und deswegen habe ich mir dieses Set hier mitbestellt. Die finde ich ja super drollig. Die ist auch wirklich groß. Also auf eine normale Karte, nimmt die mehr oder weniger den ganzen Umfang sozusagen ein. Da muss man gar nicht großartig viel noch mit auf die Karte packen. Beziehungsweise die steht dann definitiv im Fokus, wenn man die auf die Karte setzt. Jetzt gucke ich gerade der Stempel heißt tatsächlich auch Be Mine. Finde ich super süß. So, und da ich dachte, ach komm, eigentlich habe ich ja einen Plotter und eigentlich schneide ich auch gerne selber oder ich nicht gerne, aber ich schneide auch mal selber aus, gerade wenn es Motive sind, die leicht auszuschneiden gehen. Aber ich dachte, weil es vom Preis her ganz okay war, habe gedacht, naja, komm,
bevor du jetzt hier so eine Mini-Bestellung machst, habe ich mir tatsächlich dazu mal die Stanze mitbestellt. Aber hauptsächlich deswegen, weil hier diese ganzen kleinen Herzchen auch mit dabei sind, dass man die eben halt auch direkt ausstanzen kann. Also da gibt es nichts, was man nicht ausstanzen kann. Man hat die Herzen dabei, man hat die Biene dabei und auch den Schriftzug kann man ausstanzen. Und deswegen habe ich gesagt, nehme ich mir die mit. Ja, das passend dazu. Und noch ein weiteres Stempelset von Honey Bee Stamps passend zu der Biene habe ich mir natürlich dieses Set noch mitbestellt. Das nennt sich Beehive. Fand ich auch total drollig. Auch da hatte ich erst wegen der Stanzschablone überlegt, aber ich bin der Meinung, da gab es nur diese Stanze, nicht diese kleinen Bienchen und deswegen habe ich es gelassen. Ja, das war's von der Stempelscheune. Dann haben wir den ersten Shop schon geschafft. Dann habe ich nochmal nach ein paar Wochen bei der lieben Jutta bei JM Kreation bestellt, weil ich tatsächlich jetzt festgestellt habe, dass es sämtliche Stencil jetzt auch in Slimline-Format gibt. Und deswegen musste ich unbedingt da nochmal bestellen. So, als erstes gab es natürlich wieder die Kundeninformation mit einem kleinen süßen Stempel diesmal dran. Da steht drauf: Glück ist, eine Mama wie dich zu haben. Das ist natürlich sehr cool. Sehr schön und wieder als Designpapier zu verwenden. So, ich habe mir natürlich aber nicht nur Stencil bestellt. Also es ging tatsächlich hauptsächlich nur um Stencil. Habe mir aber im Rahmen dessen gleich noch eine Stanze bestellt, die ich noch haben wollte. Und zwar geht es um die Büttenrandkreise. Die haben mir natürlich noch gefehlt. Sehr, sehr cool fände ich ja, wenn man so diese Büttenrandstanzen noch irgendwie mit einem gestitchten Rand hinbekommt. Das wäre ja so der Oberkracher. Ich stehe auf dieses Gestitchte und so. Und ich glaube, das wäre noch richtig cool. Aber auch so finde ich diese Büttenrandkreise richtig fetzig. Ja, einmal die. Und dann tatsächlich wirklich nur Slimline-Stencil. Ich habe mir einmal, eigentlich nicht einmal, ich habe sie eigentlich zweimal. Aber ich muss sie euch ja nur einmal zeigen. Diese bestellt, die Luftblasen, horizontal. Habe im Nachhinein dann aber gemerkt, dass ich die Vertikale vergessen habe. Ich wollte mir eigentlich beide bestellen. Da haben wir sie hier. Also es sind jetzt wirklich, wie gesagt, komplett alle Stencil, die ich mir jetzt in dieser Bestellung bestellt habe. Slimline-Stencil. Also heute ist wieder irgendwie nichts mit mir anzufangen, ja. Sehr komisch. Ja, die normalen Stencil habe ich ja einige, aber die Slimline mussten jetzt einfach noch sein. Dann durfte im Slimline-Format der Dia-Rahmen noch mit. Ich finde das total cool, dass Jutta jetzt auch Slimline-Stencil mit drin hat. Und eben halt wirklich auch alle Stencil, die sie halt hat, überwiegend aufgegriffen hat in dem Format. Finde ich richtig klasse. Ja. So, dann haben wir noch einmal die Luftschlangen. Da muss ich, glaube ich, gar nicht viel zu sagen. Ich will sie euch nur mal kurz zeigen. Ich denke mal, der ein oder andere hat es vielleicht noch nicht mitbekommen. Bei mir hat es ja wohl auch länger gedauert. So, dann natürlich mein Lieblingsstencil, die gerissenen Streifen. Auch als Slimline kann man horizontal, aber auch vertikal benutzen. Sehr cool. Dann natürlich, auch der durfte nicht fehlen, Kleckse 1. Den habe ich ja auch im A5-Format, aber auch im Slimline-Format muss der natürlich in meiner Sammlung vorhanden sein. Und zu guter Letzt in dieser Bestellung ein Stencil für die Winterzeit und zwar die Schneeflocken. Die finde ich auch wunderschön. Die habe ich tatsächlich auch nicht im A5-Format. Ja, sehr, sehr cool. Der gefällt mir richtig gut. Darauf freue ich mich sehr. Der wird auf jeden Fall bei meinen Winter- und Weihnachtskarten in diesem Jahr zum Einsatz kommen. Und ich denke auch, irgendeine Winter- oder Weihnachtskarte werden wir bestimmt auch in einem Watch Me Craft machen. Ja, das war es, wie gesagt, schon zu JM-Kreation. Dann habe ich eine Bestellung bekommen, über die ich mich wahnsinnig gefreut habe. Und ich habe tatsächlich auch nur bestellt, weil man die zum Vorzugspreis bekommen hat. Und zwar habe ich bei Dani Pois bestellt.
Ich habe ja schon das ein oder andere Video von Dani Preuß gemacht, wie zum Beispiel die Überraschungspakete und so weiter, wo ich ja gesagt habe, die Klartextstempel von Dani Preuß liebe ich. Ich liebe sie einfach. Alles andere ist jetzt mal dahingestellt, was ich für Erfahrungen gemacht habe. Aber die Stempel sind einfach der Kracher. Ja. Also wenn ich könnte, würde ich mir dann noch diverse zulegen. So, und sie hat jetzt aber auch ein neues Weihnachts- oder Winterrelease rausgebracht. Und es gab ein Angebot, das habe ich durch Zufall, glaube ich, bei Instagram gesehen. Ich weiß nicht, ob es noch besteht. Das kann ich euch nicht sagen. Da müsst ihr mal gucken. Und zwar gibt es da einen Gutscheincode, wenn ihr aus dem neuen Winter-Weihnachts-Release 6 Stempelsets bestellt, bekommt ihr sie zu einem Vorzugspreis. So bezahlt ihr 14,95 pro Set und ich habe für alle 6 Stempelsets jetzt, glaube ich, irgendwas in die 60 Euro bezahlt. Also definitiv habe ich da gespart. So, und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, ich möchte die euch zeigen. Es gab auch hier wieder, ja, ein liebes kleines Hallo. Dann gab es auch hier wieder ein kleines Dankestütchen, habe ich schon aufgemacht. Das sind 2 Kartenaufleger mit dazugehörigen Umschlägen. Mal gucken, was ich daraus mache. Und jetzt kommen wir zu den Stempeln. Ich finde die so schön. Ja, es ging nicht. Ich konnte die einfach nicht. Nee, ich konnte nicht dran vorbei. Okay, wir fangen mal an. Ich laber gar nicht lange drum rum. So, das ist Stempelset Nummer 1. Es gibt, wie gesagt, sogar mehr als 6. Ja, es gibt, glaube ich, 8 oder 9. Aber wenn du eben 6 Stück aus diesem neuen Release bestellst, bekommst du mit einem bestimmten Gutscheincode die zum Vorzugspreis. Aber wie gesagt, guckt nach. Ich kann euch nicht genau sagen, ob es dieses Angebot noch gibt. Sollte dem so sein, werde ich es unten in die Infobox mit reinschreiben. Zum jetzigen Zeitpunkt, wenn ich es dann hochlade. So. Wie gesagt, wir haben hier Stempelset Nummer 1, was ich mir gekauft habe. Das nennt sich Zauberschönste Weihnachten. Da haben wir wieder wundervolle Sprüche dabei. Auch wieder so in Schreibmaschinenschrift. Hier unten einen größeren Spruch. Und so ein paar Silhouette-Stempel. Ein Hirsch. Vögelchen mit Weihnachtsmütze. Ja. Ich komme gerade nicht drauf. Ein Hirschgeweih und noch 2 süße Schneeflocken. Wunderschön. Ja, also ich kann da nichts. Ich liebe die einfach. Ich liebe sie. So, jetzt gucken wir mal. Ich wollte mal gucken, wie ich sie euch zeige, weil da sind so 2, 3 bei, die ich richtig cool finde und euch erst am Schluss zeigen möchte. Okay, machen wir mal mit dem weiter. Wir haben hier noch dieses Set. Das nennt sich Christmas Vibes. Auch sehr cool. Diese Kugel kommt mir tatsächlich schon relativ bekannt vor. So in der Art gab es schon mal eine und ich glaube, die war sogar von Dani Preuß. Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube ja. Aber das, ja, ich finde das Set trotzdem richtig cool. Ja, da haben wir hier auch wieder diverse Sprüche. Oh, du fröhliche, friedliche Weihnachten, glückliche Weihnachtstage, Christmas Vibes und Xmas. Und hier drin eben auch noch der Spruch: Frohe Weihnachten und ein tolles neues Jahr. Und zusätzlich noch den Silhouettekreis. Den könnte man dann wahrscheinlich. Also nicht wahrscheinlich, den kann man halt unter die Kugel stempeln in einer Farbe deiner Wahl wahrscheinlich. Ja, müsste man halt ausprobieren. Sehr cool. So, dieses Set. Dann gibt es ein Set, was ich richtig toll finde. Das musste ich mir mitbestellen. Und zwar sind das die Christmas Borders. Und da haben wir diese 5 Stempel dabei. Richtig schön. Ich mag ja so Sachen für Hintergründe oder eben halt, um Akzente zu setzen. Und da fand ich die natürlich total super mit diesen verschiedenen Zweigen in vertikalem Druck. Ich denke, man kann die auch horizontal benutzen. Ich bin mir nicht sicher. Naja, also hochkant auf jeden Fall mehr. Ja, aber ich finde die wunderschön. Die sind richtig schön, auch den hier. Ja, den finde ich total zauberhaft. Ja, dieses Set. Dann gibt es noch ein wunderschönes Set mit Tannenbäumen. Und das nennt sich auch O Tannenbaum. Das finde ich richtig schön. Ich mag das ja, dieses einfach nur in den Hintergrund stempeln. Total cool. Und dann haben wir hier 6 verschiedene Varianten.
und zusätzlich auch wieder den ein oder anderen Spruch dabei und noch ein paar Sternchen. Total schön. Also da muss ich ja sagen, ich bin ja, was so Stempel betrifft, so, also Kreativdepot, klar, ne, da muss ich nicht viel zu sagen, aber eben auch Dani Pois verrückt. Also das sind so meine zwei Shops, ja, an die für mich tatsächlich nichts rankommt. So, zum vorletzten Set kommen wir jetzt und das ist mitunter eines meiner Lieblingssets in diesem Release gewesen. Und zwar haben wir hier die Weihnachtswünsche. Und da haben wir ganz, ganz viele schöne Sprüche auf diesem Stempelset. Und ich finde die halt wunderbar und total klasse, um sie in das Innere einer Karte zu stempeln. Richtig, richtig schön. Oder eben auch vorne auf die Karte rauf, wie man es halt mag, ne? Wir können ja mal gucken, was haben wir denn hier? Also so ein, zwei können wir ja mal lesen. Strampel dich frei vom Stress und Hektik und lass das wahre Weihnachten in dein Herz. Die Magie und die Besinnlichkeit, die Freude und Glückseligkeit, Momente, in denen die Welt stillzustehen scheint. Frohe Weihnachten und viele kleine Glückssterne fürs neue Jahr. Also ganz viele tolle Sprüche sind hierbei. Ich möchte euch jetzt nicht alle vorlesen. Dann bestellt ihr euch das vielleicht und lest euch die selber durch. So, und zu guter Letzt von Dani Pois aus diesem Set mein absoluter Favorit. Richtig cool. Es gibt ja tatsächlich auch Menschen, die sagen: Oh, jetzt ist dieses Weihnachtsfest schon wieder da. Habe ich ja gar keinen Bock drauf. Es gibt ja nun mal Weihnachtsmuffel, sind wir mal ehrlich. Es gibt viele Weihnachtsmuffel. Und Dani Pois. Vielen lieben Dank. Es gibt jetzt ein Set Weihnachtsmuffel. Total genial. Da haben wir hier einmal Hashtag Weihnachtsmuffel. Fröhliche Weihnacht überall. Die Stimmung ist im freien Fall. All I want for Christmas is my Ruhe. Weihnachten fällt aus. Achtung, die Stimmung kippt. Zeit zu gehen. Merry Grinchmas. Weckt mich, wenn es vorbei ist. Auch das geht vorüber. Ich bin nur wegen der Kekse da. Dieses zauberhafte, dazu müssen wir nichts sagen, Weihnachten, das wird man ja wohl mal sagen dürfen. Oder fröhliche bla bla bla, gib mir Wein. Ich finde es genial. Ich finde es total cool. Auch um einfach mal einen Jux zu machen. Oder ja, gerade so für die Fraktion, die Weihnachten am liebsten ausfallen lassen würden. Ich finde es genial. So kann man trotzdem noch eine witzige, coole Weihnachtskarte verschicken oder wie auch immer. Ja, richtig cool. Also schaut da unbedingt mal rein. Wie gesagt, ich werde nachher mal, bevor ich das Video hochlade, kurz vorher nochmal bei Instagram gucken. Wenn nicht, schaut ihr selber auch mal rein. Und sollte die Aktion noch bestehen, werde ich euch das in die Infobox packen. So. Das war Dani Pois. Was haben wir denn noch Schönes? Also, ich habe noch eine Bestellung gemacht bei Hansemann. Da habe ich tatsächlich auch schon des Öfteren mal bestellt. Ist jetzt auch schon wieder eine Weile her gewesen. Ich schmücke ja dann doch gerne mal so zwischendurch von A nach B. Ich habe das jetzt noch nicht großartig ausgepackt, weil ich es euch mal zeigen wollte. Wenn ich es hier drunter kriege, guckt mal. Auch total schön verpackt, eine tolle Dankeskarte mit dabei. Dann gibt es hier noch, was haben wir hier, schöne DIY-Ideen, hansemann.de, ein kleines Goodie mit super süßen Zitronenbonbons. Und das sind die Sachen, die ich bestellt habe. Die sind auch alle super toll verpackt. Und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten und auch zeigen. Das packen wir mal hier an die Seite. Ich hatte mir Glitzerpasten bestellt. Einmal von Nouveau Glacier Paste in diesem wunderschönen Rosa. Und die Farbe heißt Frosted Petal, denke ich. Aber ich fand die so schön und gerade weil ich ja auch in diesem Jahr wieder ein paar Weihnachtskarten in meinen Lieblingsfarben machen möchte, habe ich mir gedacht, ich probiere es mal aus. Ich bin gespannt, wie es aussieht auf einer Karte, wie es sich verarbeiten lässt und wie das Ergebnis dann aussieht. Bleibst du da liegen? Und dann durfte noch eine Glitzerpaste mit von Bobani. Ich glaube, Bobani habe ich tatsächlich noch nichts. Die sieht so aus.
Und das ist, wartet mal, vielleicht finde ich hier Roségold. Genau. Die beiden habe ich mir mal mitbestellt. Winter- und Weihnachts-Paperpads. Einmal von Cartabella. Welcome Winter. Wir haben hier immer 24 doppelseitige Designs, also Sheets, in 6x6. Die sind noch zugeklebt. Das ist blöd. Wartet. Ich möchte sie euch ja natürlich auch richtig zeigen. Dann machen wir mal gleich beide auf. Ich glaube, ja, nee, nicht. Ich glaube, ich weiß, die sind aus einer alten Kollektion. Ich weiß jetzt aber nicht genau, ob vom letzten Jahr oder vom vorletzten Jahr. Auf jeden Fall waren die aus der Sale-Abteilung. Und deswegen habe ich gedacht, komm, die kannst du mal mitnehmen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich einen davon schon habe. So, blättern wir mal fix durch. Sind halt auch wieder sehr dunkle Töne. Wunderbar wieder gemacht für Herrenkarten oder Herrengeschenkboxen, wie auch immer. Und ja, die finde ich auch immer sehr schön mit den Schneeflocken, die Seiten. Kann man wirklich schöne Sachen für die Männerfraktion basteln. So, und dann geht es auch schon wieder von vorne los. Wir haben ja, wie gesagt, alle Seiten zweimal. So, einmal der. Und dann gibt es noch den Farmhouse Christmas, auch von Cartabella. Ich mal gucken, dass ich das Klebeband hier mal wieder darunter versteckt kriege. So. Und zwar sind das natürlich so die typischen Weihnachtstöne. Auch ein bisschen gedeckter, finde ich. Also ein bisschen dunkler. Aber trotzdem auch sehr, sehr schön. Und den habe ich, glaube ich, sogar. Also den anderen glaube ich nicht, aber ich bin der Meinung, dass ich den hier aus dem letzten Jahr habe. Und dann geht es wieder von vorne los. Ich muss mal gucken, vielleicht. Nee, steht nicht drauf. Doch hier, 2020. Also ist tatsächlich schon 2 Jahre alt, der Block. Und dieser auch. Nee, vom letzten. Der ist vom letzten Jahr. So, das waren die Papierblöcke. So, und zwar haben wir hier einmal, ja, ist natürlich total untypisch für mich, nicht, habe ich mir nochmal einen Sequin-Mix von Picket Fans bestellt. Und zwar sind das diese kompletten durchsichtigen Pailletten. Die heißen Moonshine. Die sind dann hier jetzt in verschiedenen Größen drin. Fand ich ganz cool. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die schon habe. Aber selbst wenn, das ist ja nicht schlimm. So, dann habe ich tatsächlich mal einen Washi-Tape bestellt. Da sind aber auch tatsächlich 10 Meter drauf. Und zwar ist das auch wieder so ein hübsches, ja, ein rosa ist es nicht, ist es eher pfirsichfarben, würde ich sagen. Mit super schön goldfolierten Punkten drauf. Fand ich total hübsch. Von Paper Poetry. Ja, woher sonst? Ja, deswegen habe ich mir das mal mitbestellt. Dann durfte, da habe ich echt überlegt und dann dachte, ach komm, das ist doch mal eine ganz coole Idee. Habe ich mir eine Lochzange bestellt. Und zwar, weil sie ein Herz ausstanzt als Motiv. Da hat man nicht so ein typisches Loch. Wenn man zum Beispiel jetzt einen Tag macht, kann man oben das Loch, um die Schlaufe durchzuziehen, als Herz ausstanzen. Total genial. Also ich fand das total toll und die war jetzt auch nicht so mega teuer und deswegen habe ich mir die bestellt. Ja, und wie soll es anders sein, liebe Anni? Da sind wir wieder beim Thema Scheren. Ich mir bei Hansemann noch ein Scherenset bestellt von Real Memory Keepers. Ich war mir erst unsicher, weil die von der, ich zeige sie euch, ist hier so ein Dreier-Set. Ja, rosa muss ich nicht zu sagen, oder? Ich war mir erst unsicher, weil die so, ja, so stinknormal wie typische Küchenscheren und so aussahen. Aber als ich dann gelesen habe, dass Stainless Steel draufsteht, ja, war natürlich klar, dass ich sie mir bestellen werde. So, womit wir jetzt natürlich nicht zu vergessen bei meinem Lieblingsshop sind.
Ihr wisst, welchen ich meine. Ja, ich habe natürlich auch schon wieder mal bei Kreativdepot bestellt. Zweimal mittlerweile. Die dritte Bestellung ist auch schon bestellt, aber nur eine kleine. Also es ist tatsächlich so, dass ich mir vorgenommen habe, jetzt mittlerweile, ich habe tatsächlich eine mega lange Wunschliste bei Kreativdepot immer noch. Ich habe auch zu meinem Freund und so schon gesagt, egal was für Feiertage anstehen, ich möchte nur noch Gutscheine von Kreativdepot. Ich habe es mir jetzt zum Ziel gesetzt, wirklich immer mal freitags reinzugucken und mir tatsächlich immer nur ein, zwei Sachen oder drei, je nachdem, aus den Freitag-Aktionen zu bestellen, die eben halt neu kommen. Und wenn ich mal einen Taler über habe, kann ich meine Wunschliste abarbeiten, weil es wird sonst einfach immer wieder zu viel. Das ist utopisch, es ist Wahnsinn. Ja, ich hoffe, ich kriege es umgesetzt. Ich bin mir nicht sicher, aber irgendwie muss es ja. So, ich habe mir nach langem mal wieder Papier bestellt bei Kreativdepot, weil ich diese Papiere wirklich super schön finde und ich konnte da einfach nicht dran vorbei. Ihr seht schon, wir haben hier so diese super süßen Ranken, die so ein bisschen aussehen wie Herzform. Und zwar nennen die sich einmal Sommerranken hell. Einmal das, dann einmal in diesen dunklen Tönen, Sommerranken. Dieses schöne Design, ja, da konnte ich auch nicht dran vorbei. Ich finde es wunderschön. Die Farben, dann so die Art, diese Ranken, oh, ja, was soll ich dazu sagen? Nennen tut sich dieses Blatt Sommerrascheln. Ich meine, der Sommer ist nun vorbei, ne? Aber Leute, ganz ehrlich. Das ist doch wurscht. Auch dieses da konnte ich einfach nicht widerstehen. Ich hätte es mir auch gern zweimal bestellt. Und zwar sind das die romantischen Sommerkränze. Wunderschön, wenn man sich die ausstanzt oder ausschneidet, in die Mitte einen Spruch, einen schlichten schwarzen Hintergrund setzt. Ja, hat man eine wunderschöne, edle Karte, die man verschenken kann. Oder man nutzt es auch, um es auf Geschenktüten. Also Geschenktüten schön zu verzieren. Ich denke, damit kann man ganz viel machen. Jetzt kriege ich schon wieder einen Hicks. Also irgendwas stimmt hier immer nicht. So, dann gibt es, das verstehe ich jetzt nicht so richtig, machen wir erstmal mit dem weiter, weil das hat auch einen Namen. Und zwar sind das die Aquarellstreifen in Rosa. Ja, kann ich natürlich auch nicht dran vorbei. Und einmal, da steht aber kein Name drauf, dann nenne ich es jetzt einfach mal Aquarellstreifen Grau. Ich gehe ganz stark davon aus, dass die so heißen. Ja, richtig tolle Papiere. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn es danach ginge, könnte ich mich auch an den Papieren da dumm und dusselig kaufen bei Kreativdepot. Aber ja, manche Sachen sind dann doch so, wo ich sage, nein, dann kaufe ich mir lieber für das Geld ein kleines Stempelset. So, womit wir jetzt, da drehe ich nämlich mal eines dieser tollen Papiere um, damit wir mal einen weißen Hintergrund haben. Weil ich möchte euch heute gleich mal zu Anfang meinen absoluten, ja, Favorit zeigen, den ich mir bestellt habe. Ich konnte da natürlich nicht dran vorbei. Guckt euch das an. Ein traumhaft schöner, total cooler Adventskalender-Stempelsatz. Ich finde das so toll. Und wie ihr schon seht, es gibt hier auch keine Kreativdepot-Verpackung und so weiter. Aus dem einfachen Grund, es ist halt ein riesengroßes Set. Ich drehe das jetzt mal um, damit ihr noch nicht seht, was als nächstes kommt. Das ist ein A5-Set. Ihr seht es ja. Dieses Set ist doppelt so groß, sprich ein A4-Stempelset mit mega coolen Adventskalenderzahlen. Ich finde das so genial. Unter anderem finde ich richtig genial, dass es hier schon eine super coole, stabile, fertige Stempelhülle dazu gibt. Also das kannst du wirklich so lassen. Die sind, also die AVL-Hüllen, die ich für meine Stempel benutze, sind nicht anders. Es ist wie so eine Schallplattenhülle, richtig genial. Und ja, ich bin mega begeistert von diesem Set. Ich finde das richtig, richtig toll. Ich kann es gar nicht, ja, nicht oft genug sagen. Es hat natürlich seinen Preis, aber ganz ehrlich, man kann es jedes Jahr wieder benutzen und es ist einfach wunderschön. Und es gibt dann eben halt auch die passenden Tag, beziehungsweise ja doch Tags. Ich sage jetzt einfach mal Tags oder Anhänger,
Stanzen, die eben halt genau für diese Adventskalenderstempel gemacht sind, in dem Sinne, wo die genau raufpassen. Der war zu dem Zeitpunkt leider ausverkauft. Ich habe ihn jetzt aber bestellt, jetzt ist er wieder im Shop. Den zeige ich euch dann, wenn er da ist. Ja, also einmal dieses traumhaft schöne Stempelset. Ich muss es irgendwie so hinlegen, dass es euch hier nicht die ganze Zeit blendet. Das wäre schade. Ich lege es einfach mal beiseite. Ist ja jetzt nicht schlimm. So, dann gibt es, also ich glaube, mit Adventskalenderzahlen muss ich mich dann für die nächsten 5 Jahre nicht mehr eindecken. Ich habe jetzt genug, die ich dann ausprobieren kann. Obwohl ich ja immer sage, ich habe auch genug Leute, die ich gerne mit einem Adventskalender überraschen möchte. Und ich bin ja dann halt auch wirklich so, dass ich nicht überall dieselben Anhänger mache oder dieselben Zahlen benutze. So, und dementsprechend durfte natürlich auch dieses Set von Kreativdepot von der lieben Carola, von Carolas Bastelstübchen, bei mir einziehen. Finde ich auch richtig, richtig cool. Man hat auch hier wieder die Möglichkeit, einen Rahmen direkt zu stempeln. Man hat die Möglichkeit, verschiedene Hintergründe zu stempeln. Das mit den Punkten finde ich mega cool. Das mit den Streifen finde ich mega cool. Das ist jetzt nicht so meins, aber ist nicht schlimm. Dann hat man, wie gesagt, diese gesamten Adventskalenderzahlen, die man benötigt. Und noch ganz viele süße kleine Accessoires, die man eben mit draufstempeln kann. Schaut mal bei Kreativdepot rein. Da ist, glaube ich, sogar ein Beispiel schon drin. Bei dem Artikel, der sich wie folgt nennt, Carolas Adventskalenderzahlen. Und da seht ihr das, wie das eben halt eingesetzt wird. Also super süß. Ich kann nicht mehr dazu sagen. So, und jetzt das letzte Adventskalender-Set aus dieser Bestellung. Ich hoffe, dass in der anderen Bestellung keine drin sind. Ich bin mir nicht sicher. Und zwar hat Carola noch ein weiteres Set kreiert, gestaltet und designt. Und zwar nennt sich das diesmal Fröhlicher Adventskalender und sieht so aus. Auch dieses finde ich einfach schön. Du hast hier zwar nicht diverse verschiedene Arten der Zahlengestaltung, aber trotzdem ist jedes einzelne individuell gestaltet. Die Umrandungen sind anders, die Motive darauf sind anders. Ich finde es wunderschön. Richtig, richtig schön. Und man hat ja nun mal verschiedene Adventskalendergrößen. Der eine bekommt große Tüten, weil er große Sachen mag. Der andere kriegt ganz kleine Sachen. Und deswegen finde ich richtig cool, dass die halt kleiner sind. Ja, und man kann sich aussuchen, welche Zahlen man wo einsetzt. Ich brauche diese Auswahl einfach. Ich brauche sie. So, mit was machen wir denn weiter? Ach so, ich kann euch ja erstmal meine Goodies zeigen. Ich hatte diesmal 2 Tütchen drin, weil ja allein durch die Summe ist eben halt schon ein bisschen höher war diesmal. Da haben wir hier einmal so ein kleines super süßes Vögelchen als Stempel und wie immer natürlich die süßen Herzperlen. Und hier haben wir etwas zum Freuen. Richtig niedlich. Ich mag die ja auch total gerne. So, dann, wie ich ja eben schon gesagt habe, waren die Anhänger oder Textstanzen nicht vorrätig. Ich hatte sie nämlich mitbestellt und habe im Nachhinein erst die Info bekommen, dass die gar nicht da sind aktuell und habe deswegen eine kleine Entschuldigung bekommen. Ich habe natürlich auch das Geld zurücküberwiesen bekommen, aber dennoch haben sie mir diesen coolen großen Libellenstempel mitgeschickt. Fand ich richtig toll. Also der ist wirklich groß. Ja, also wenn ich den mal auf meine Hand lege, dann seht ihr das. Ja, super süß. Fand ich toll. Habe ich mich gefreut. Dankeschön. Und dann, na, guck mal her, hier habe ich mir noch ein anderes Stempelset mitbestellt. Dann kommen nur noch andere Produkte. Und zwar von Papier und Passion. Dieses tolle Set, das finde ich auch so schön. Da haben wir wieder schöne Sprüche und zwar nennt sich das Stempel für Tags 1. Also da gibt es auch Tag-Anhänger für oder Tags, wo man die Stempel genau rauf bekommt. Und ich glaube, die habe ich, wartet, sind das die? Ich glaube, die sind das. Ich habe mir welche bestellt und ich bin der Meinung, dass unter dem Artikel dieses Stempelsets gestanden hat, dass das der passende Tag ist. Also zumindest der quadratische ist. Also da passen die ganzen Sprüche drauf.
die hier oben sind auf den quadratischen Tag. Und das zeige ich euch jetzt mal direkt im Anschluss. Und zwar geht es um dieses Set. Ist aber ein großer. Das ist der große Breite, glaube ich, ne? Breiter. Ja, ich glaube ein Breiter. Aber ich denke, also das ist ja der Aufleger, den man hier sich raufsetzen kann, wenn man möchte. Und da passt aber, das ist trotzdem ein bisschen groß. Ich bin mir nicht sicher. Aber das ist auch völlig Schnurz. Weil mir ging es tatsächlich sowieso um diesen Tag-Anhänger, weil ich das toll fand. Ich glaube, der war aber... War der passend zu diesem Set? Ja, man könnte es raufsetzen. Aber ob es jetzt nur genau dafür ist, da muss ich, glaube ich, doch nochmal in der Beschreibung lesen im Internet. Auf der Seite vom Kreativdepot. Aber ich finde diese Tag-Anhänger super cool. Man hat, wie gesagt, hier einen Aufleger. Dann hat man hier nochmal so einen Lochverstärker, den man rumklappen kann, dass man hier nochmal einen Farbakzent hat. Oder eben einfach diesen ganz normalen Lochringverstärker. Ja, richtig cool. Werde ich definitiv dann auch alles mal ausstanzen, um mal zu schauen. Das war der. Dann habe ich mir noch andere Tags bestellt. Auf die war ich schon die ganze Zeit scharf und habe aber auf meine nächste Bestellung gewartet. Und zwar geht es um dieses Set. Richtig süß. Die sind halt super süß klein, aber die passen definitiv hier. Da könnt ihr zum Beispiel die Adventskalenderzahlen raufstempeln. Die passen ideal. Warum zeige ich es denn nicht so? Oh. Die passen natürlich super hier rauf, wie ihr seht. Und die könntet ihr, glaube ich, sogar auf diesen, wo unten das Herz ausgestanzt wird, auch raufstempeln. Ja, und den hier finde ich sowieso schön. Also da könnt ihr natürlich die beiden miteinander verbinden, indem ihr die unten drunter setzt und das in einer anderen Farbe als Aufleger nehmt. Und da wird ja alles, was hier zu sehen ist, komplett ausgestanzt. Die finde ich total toll. Also auf die war ich wirklich scharf und jetzt habe ich sie und freue mich darüber. So, das war das. Jetzt muss ich mal hier nochmal ein bisschen aufräumen. So, dann gibt es noch eine Stanze, an der ich nicht vorbeigekommen bin. Und zwar ist das das Schleierkraut. Diese hier. Ich denke mal, also wenn man es ausgestanzt sieht, ist es besser. Ich glaube, so jetzt kann man sich nicht viel darunter vorstellen, wie es aussehen wird. Aber ja, bevor ich immer bestelle, gucke ich mir immer die Beispielbilder auf den Seiten mit an. Und das ist wirklich schön. Also ich mit meinen Gräsern und Blümchen jetzt momentan, ja, musste ich mir die einfach mitbestellen. So, dann gibt es in dieser Bestellung noch zwei Embossing-Folder, Prägeschablonen. Da konnte ich echt nicht dran vorbei. Und es gibt ja jetzt noch nicht so lange Prägeschablonen bei Kreativdepot, aber ich habe da schon Sachen gesehen. Und deswegen musste ich mir die einfach bestellen. Und zwar in erster Linie geht es um diese. Die finde ich richtig schön. Ich finde das so toll. Also wenn man das einfach auf einen Aufleger embosst bzw. prägt, dann hier einen schönen Spruch hin und vielleicht einfach noch irgendwie mit ein paar Sprenklern arbeitet oder anderweitig irgendwie in den Hintergrund so ein paar Farbsegmente mit einbringt, wird das, glaube ich, eine richtig, richtig schöne Karte. Also da werde ich definitiv auch in nächster Zeit mal was machen und ausprobieren. Und auch dieser konnte nicht in meinem Warenkorb oder durfte nicht in meinem Warenkorb fehlen. Ich finde den klasse. Ich finde den so, so schön. Da gibt es ja auch schon, ist das ein anderer Pinsel? Ich weiß gar nicht. Ach nee, eine Farbrolle, glaube ich, ne? Den gibt es mit einer Farbrolle schon, aber ich wollte unbedingt diesen Pinsel haben. Richtig schick. Das ist der. So, dann durften natürlich in dieser Bestellung zu guter Letzt auch mal wieder ein paar Nylongarne mit. Apropos Nylongarne, ihr Lieben, ich habe bei Instagram, ich habe meine Nylongarne jetzt tatsächlich umgefüllt in die anderen Aufbewahrungsdöschen von Action. Schaut mal bei Instagram rein, ich habe ein Bild hochgeladen, mega, mega cool, also die Entscheidung war genau richtig. Super schön. So, und zwar durfte diesmal die Farbe Amaranth mit, das ist so ein richtig schönes, tiefes, ja, Bordeaux-Rot ist es nicht,
Ich kann es euch immer, also das ist wieder so wie mit den Enamel Dots letztes Mal. Das ist so eine Farbe, die ich einfach nicht beschreiben kann. Auf jeden Fall nennt sich die bei Kreativdepot Amaranth. Eine richtig, richtig schöne Farbe. Einmal den. Und dann durfte noch der Milchkaffee mit. Das ist dieser Farbton. Irgendwie blendet das hier immer so ein bisschen. Ja. Zwei habe ich gedacht, reichen diesmal. Man wird es ja auch immer nicht übertreiben. Das war tatsächlich Bestellung Nummer 1. Und zwar habe ich mir da bestellt, aber als erstes zeige ich euch mal mein Dankeschön. Da gibt es diesmal die Weihnachtsgrüße. Auch wieder mit den super süßen Herzperlchen dabei. Total toll. Dann natürlich wieder ein Dankeskärtchen mit diversen Informationen auf der Rückseite. Und auch hier war endlich mal wieder eine Karte mit dabei. Das war in dem großen Paket tatsächlich nicht. Ich liebe diese Karten von Kreativdepot. Die haben bei mir auch alle noch einen Platz. Ich finde die toll. Und die finde ich sowieso cool. Uhu, du bist großartig. Ich finde die genial. So, dann kommen wir mal zu der Bestellung. Und zwar habe ich da einmal in die. Ja, wartet mal, ich muss selber erstmal gucken. Ich bin ein bisschen irritiert gerade. Ist das der? Doch, ich glaube. Also, ich kann mich auch täuschen. Wenn ich mich jetzt täusche, dann nehmt es mir nicht übel, wenn ich jetzt was Falsches sage. Aber ich bin der Meinung, dass ich das Stempelset mir aus der Ausverkaufskategorie bestellt habe. Und zwar ist das dieser. Richtig, richtig toll. Den fand ich richtig cool. Wenn man den im Hintergrund stempelt und embosst, richtig genial. Der nennt sich Hintergrund Weihnachtsgrün. Also wer sich den noch zulegen möchte, sollte, glaube ich, schnell mal gucken, ob der noch da ist. So, dann habe ich mir natürlich die zwei super coolen Stanzschablonen bestellt für die kleinen Kärtchen. Und zwar haben wir hier einmal die Kartentasche klein und natürlich demzufolge einmal die Kartentasche groß. Finde ich super cool und auch gerade jetzt so für Adventskalender, denke ich, ist das eine ganz coole Variante. Ich denke, da passen bestimmt auch Teebeutelchen rein. Muss ich unbedingt mal ausprobieren. Ja. Die beiden. Dann gab es ein Bundle, was ich mir bestellt habe. Das habt ihr jetzt bestimmt auch schon ganz oft gesehen. Muss ich mal gucken, ob ich das hier aufkriege, ohne es zu zerstören. Aber irgendwie ist egal. Zeige euch mal vorher nochmal, wie es. Ja, hätte ich mal vorher machen sollen. Bundle, Stempelset und Stanzendesignlinie Du bist. Ich denke, das habt ihr jetzt bestimmt auch schon ganz oft gesehen. Aber ich möchte es euch ja trotzdem zeigen. Und zwar haben wir hier einmal dieses super coole Stempelset mit diesen richtig schön geschriebenen Sprüchen. Und natürlich passend dazu die Stanzen. Weil ich muss tatsächlich sagen, ich habe festgestellt, wenn man diese Sprüche direkt mit Stanzen ausstanzt, gefällt mir das richtig, richtig gut. Ich finde es tatsächlich teilweise sogar schöner, oder was heißt teilweise, ich finde es sogar schöner als mit dem Plotter. So, und dann ein Bundle, worüber ich mich mega doll freue, dass ich es bekommen habe, ohne dass es erstmal ausverkauft ist. Und zwar ist es das Grüße vom Nordpol. Und zwar ist es dieses Set. Ich finde das so genial mit dieser coolen Stanze dazu. Richtig schön. Dann stempelt man das hier rauf und dann hat man hier tatsächlich noch super coole Sachen, die man hier mit einsetzen kann. Man hat hier die Auflegerstanze, die man da noch rauflegen könnte, mit zum Beispiel Frohe Weihnachten. Und dann hat man hier zugestellt durch, wo haben wir es? Santa Claus oder Post vom Nordpol kann man, dann kann man hier artig, unartig ankreuzen. Also richtig, richtig schön. Ich finde dieses Set wunderschön. Also ich glaube, ich weiß dieses Jahr gar nicht, was ich zuerst benutzen soll, aber ich denke und hoffe, dass ich es hinkriege, alles mal zu benutzen. Am besten, ich werde es so machen, dass ich wirklich jede Karte mit anderen Sachen gestalten werde. Ja, das war's. Habe ich irgendwas vergessen? Nö. Das war's, ihr Lieben. Wir haben es geschafft und ich habe wieder meine Zeit eingehalten.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, wieder zuzuschauen. Vielleicht habe ich euch ein paar Anregungen geliefert, wo ihr sagt, oh, das muss ich mir unbedingt noch kaufen. Ich finde die Sachen alle toll. Ich finde sie super schön. Wie gesagt, Kreativdepot wird erstmal gestreichelt ohne Ende, bevor es zum Einsatz kommen wird. Und auch meine Dani-Pols-Stempel. Auch alle anderen Sachen. Ja, ich bestelle sie mir nicht, wenn sie mir nicht gefallen würden. Ja, also, solltet ihr Fragen haben oder sonst irgendwas, irgendwelche Kritik aussprechen wollen oder einfach irgendwas loswerden wollen, schreibt mir einen Kommentar. Ich freue mich natürlich über jedes wie immer. Ich freue mich auch über jeden Daumen, den ihr mir gebt. Und ja, wir hören und sehen uns auf jeden Fall ganz schnell wieder. Ich gebe mir Mühe, ich verspreche es. Und bis dahin, viel Spaß dabei, meine Videos anzuschauen. Ich wünsche euch eine schöne Woche und ja, bleibt kreativ und gesund, meine Lieben. Bis dahin. Tschüss.